Da kamen jetzt auch große Fragen auf, wegen der Dachrinne eben. Ja. Da kannst du bestimmt was dazu sagen. Definitiv, ne? Ja klar, es kamen ja so Gerüchte auf, dass die Teile aus Plastik sind und was auch immer. Sehr fantasievolle Sachen. Ich kann es euch mal kurz zeigen, das Ganze ist wirklich massives Metall. Hier wird die ganze Kraft wird auf die Geschichte abgeleitet. Das geht bis nach hinten durch, ist ein massives Metallteil. Und wenn wir das dann am Fahrzeug anschauen, hier haben wir die Verkleidung. Wenn man die Verkleidung wegnimmt, dann geht diese Kraft von diesen Schrauben geht genau hier hinten ran ans Blech. Dieses Blech hier bildet einen Hohlkörper über die ganze Länge vom Fahrzeug. Das geht runter in die C- und in die D-Säule runter. Wir haben hier die ganze Kraftableitung senkrecht nach runter. Besser können wir die Kräfte gar nicht ableiten. Das ist ja praktisch dann mit der Karosserie verschraubt. Ja, richtig. Ja. Es ist wirklich das Ganze. Das Ganze ist eine Einheit und ob wir jetzt natürlich hier abfangen oder hier hinten, wo es richtig massiv ist, das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Hier gehen die Kräfte schön senkrecht nach runter und nach unten. Aber das mit der Rinne ist schon, ja. Das ist schon sehr, sehr labil. Man darf auch nicht vergessen, hier wird ja das Dach mit dem Seitenblech zusammengeschweißt. Und wenn wir hier diese Mikrobewegungen haben die ganze Zeit, dann gibt es dementsprechend auch Mikrorisse. Das Ganze kann unterwandert werden und das kann halt auch vor sich hinrosten, ohne dass man das irgendwie am Anfang mitkriegt. Na, das ist natürlich der schlechteste Fall dann, ne? Genau, genau. Schaut nicht jeder oben da in die Rinne rein, auch wenn einer denkt, ja okay, ist es jetzt halb verbeult, ist nicht so ein bisschen nicht so ein Problem. Aber wie gesagt, hier sind die Bleche gestoßen und hier durch die Kapillarwirkung zieht dann halt auch Wasser rein. Somit ist das definitiv nicht die optimale Sache. Hier aber wie gesagt, einen Hohlträger, der hat einfach so einen massiven Durchmesser. Wir haben hier 6 Schrauben, das haben wir dann mal 4, das sind 24 Schrauben. Einen normalen Dachträger auf einem anderen Nutzfahrzeug, wie zum Beispiel einem VW Amarok, der wird mit 4 Schrauben befestigt. Das sind 4 M6er Schrauben und der kriegt auch seine 150 Kilo Dachlast. Hier haben wir 24 Schrauben, wo wir rangehen. Also wir sind weit, weit über dem geforderten Vorgaben. Aber das ist dann schon ein Unterschied, ja. Das ist ein Riesenunterschied. Und da wir prinzipiell unsere Produkte immer so bauen, dass wir mit einer 3- oder 4-facher Sicherheit auf den Markt gehen, bevor wir das lancieren. Wir berechnen die Produkte ja auch. Wir machen das ja nicht aus dem Handgelenk raus, sondern das hat ja schon Hand und Fuß. Und wir können dementsprechend auch erklären, wie wir auf diese Lösungen gekommen sind. Wir schauen gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit den anderen Lösungen, die halt hier auf die Rinne gehen. Wir werden sehen, aber wir fahren mit dem Teil sicher gut. Gleichzeitig, was wir auch noch haben, das ist, dass unser Dachträger, der liegt zusätzlich auf diesen Leisten auf hier, auf diesen Kunststoffleisten. Wir haben alleine schon 70% von der kompletten statischen Belastung geht komplett aufs Fahrzeugdach, wird vollflächig abgefangen und haben wir auf der Außenreling haben wir nur noch etwa 30% von der ganzen Belastung. Ah, das heißt, der liegt dann da oben auf und ist gar nicht in der Luft wie bei anderen Herstellern. Ganz genau, okay. Genau. Das heißt, wir verhindern so die komplette Eigendynamik vom Träger, was andere Träger halt haben, weil es eben nur auf diesen Füßen steht. Die wird bei uns eigentlich schon ganz von Anfang an wird die aufgefangen. Ja. Und das, Dach ist super, ist ja, das Dach ist ja gebaut, dass es begehbar ist. Und wenn wir natürlich mit unserer Plattform drüber gehen und die ganze Geschichte vollflächig ableiten, dann sind wir sowieso ganz gut dabei. Funktioniert einwandfrei. Da muss man sich keine Sorgen machen. Weißt du jetzt zufällig, wie das beim Original Defender war? Weil da viele gesagt haben, ja, das macht man doch in der Regenrinne seit Jahrzehnten und hat sich bewährt. Ja, der Landy war ganz anders aufgebaut. Der Landy, du konntest beim Landy war das Dach geschraubt. Okay. Erstens war es ein Aluminiumdach, es war sehr war eine Leichtbaukonstruktion. Du hattest innen drin hattest du einen Flansch, da war das verschraubt. Du hattest bei einem Landy, konntest du innerhalb von 20 Minuten das ganze Dach abbauen.
Okay. Das ist eine komplett andere Konstruktion. Wenn du ein Landy früher auf die Seite gelegt hast, dann hat es den wie eine Konservedose zusammengeklappt. Ab der unteren Kante vom Fenster ist der einfach weggeknickt. Okay. Der hatte aber, dazumal hatten die auch nicht diese Vorgaben von dieser Fahrgastsicherheitszelle, was ja heute der Fahrzeughersteller ganz anders angehen muss. Die hatten ganz andere Vorgaben oder keine Vorgaben, sagen wir mal so. Ne? Und heute muss so ein Fahrzeug, ein Rollen oder sowas, muss der überstehen können und die Insassen müssen dementsprechend geschützt sein, was es früher bei zur Landy-Zeiten gar nicht gab. Ne? Na gut, dann ist das mit Sicherheit die bessere Lösung. Ja, ja, und wie gesagt, wir haben die Regenrinnen geht. Wir gehen, die Kraft wird abgeleitet, geht hier an die C-Säule. Da vorne geht es an die B-Säule. Und was aktuell immer wieder das Thema ist, weil wir können ja, wir haben die Zweierelemente oder wir haben die Dreierelemente. Unsere Geschichte hört ja normalerweise auf dieser Weite auf. Genau, ja. Und jetzt kommt halt immer wieder die Frage auf, ja, habt ihr nicht noch eine Ergänzung nach vorne? Mhm. Und das ist das, was wir jetzt aktuell noch dran sind, dass wir durchaus auch das noch anbieten können. Und werden auch hier wiederum die Kraft zu gut 70% auf die bestehende Plattform ableiten können und dann um die 30% nach vorne in der Regenrinne abstützen, weil es sonst einfach gar keine andere Möglichkeit gibt. Und das ist dann auch mit Aussparung, dass man die Safari-Fenster rausmachen kann? Ganz klarer Fall, ja. Ja, soll eine ganz geschlossene Variante auch kommen? Oder? Nein, also wir sehen da keine. Die Safari-Fenster sind ein USP. Von dem Fahrzeug, das müssen wir beibehalten. Ja. Wenn wir was Geschlossenes machen würden, dann sicher so, dass das Teil mit zwei Handgriffen zu demontieren ist, so ähnlich wie die Fenster auch. Aber wir werden da sicher nicht hingehen und irgendwas verbauen, was das Fahrzeug insbesondere auszeichnet. Das kommt für uns gar nicht in Frage. Was wir vielleicht gerade noch in dem Zusammenhang euch zeigen könnten, wäre den neuen Dachträger, den wir jetzt in den letzten Zügen sind. Kam ja immer wieder die Frage auf, wieso brauche ich jetzt eine geschlossene Fläche, wenn ich nur ein Dachzelt drauf montieren will. Da waren es noch einige Kunden, die haben gesagt, nee, ich lasse das Dachzelt die ganze Zeit drauf. Ich brauche die Plattform nicht, wir können wieder logischerweise Gewicht einsparen. Das hat dann eigentlich dazu geführt, dass wir eine zweite Version von dem Dachträger entwickelt haben und der jetzt ist so gut wie fertig. Genau, da sieht man hier eine offene Variante mit. Mit zwei Schienen, gell? Richtig. Also was auch hier wieder ist, das alte Werte behalten wir bei, die Aufnahmen wieder aufs Rohr. Man sieht auch hier mal von oben, das sieht man sonst auch selten, die Kanisteraufnahme, auch hier das Gewicht wird nach unten abgeleitet, auch die volle Kraft liegt an den Rohren. Dann haben wir hier rein optisch wieder die Airline-Schiene. Genau. Was jetzt neu dazu kommt, wir haben hier die Griffmulde. Ne? Also man kann hier sehr massiv sich dranhängen dann. Zum Hochziehen halt, wenn man aufschauen will. Gerade wenn man dann mit dem Dachzelt hantiert. Dann haben wir hier die Geschichte. Wir haben hier verschiebbare Träger, wo wir halt, wenn wir das Dachzelt drauf montieren, jeder Hersteller hat andere Distanzen, ja, genau. Können wir das justieren. Wir kommen da rein, können da die Schraube anziehen und sehr flach mit dem Dachzelt. Auf einer Ebene. Wie gesagt, man braucht ja eigentlich die Erhöhung auch nicht, weil ja die Plattform nicht höher steht. Manche Zelte waren ja geklappt und wenn es dann die gleiche Höhe hat, dann passt das ja. Ne? Richtig, ja. Plus, wie gesagt, du hast ja dieses sogenannte Bosch-Profil drunter, dieses Schnellbauprofil, was jedes Dachzelt drunter verbaut hat. Das trägt auch nochmal ca. 3 cm auf und dann hast du die Höhe, die du brauchst. Dieses Element, wie du jetzt hier siehst, das würde dann natürlich zweimal verbaut werden. Mhm. Ja, und da können wir natürlich auch Dachzelte bis 100, 120 Kilo drauf bauen. Das geht ohne weiteres. Okay. Hier bei der Konstruktion haben wir natürlich ein Material gespart, das heißt, es ist leichter geworden, bei gleicher Stabilität und natürlich auch wieder einen gewissen Mehrwert. Auch hier sieht man, mit was für Materialien das wir arbeiten. 5 mm Edelstahl. Also das ist nicht irgendwas, was dir in den nächsten 2 Jahren wegrostet. So, jetzt ist der Träger mal unten vom Auto. Ja, hier können wir nochmal zeigen, wie das Ganze gedacht ist mit dieser Dachzeltmontage. Also wir können jetzt auch im Prinzip bereits in diesem Zustand das Dachzelt schon auf dem Träger montieren. Wie gesagt, das Ganze ist beweglich. Man kann das Element mit dem Dachzelt selber aufs Auto hochpacken, da wir auch hier die seitlichen Schraubverbindungen haben.
zum Träger, was ja bereits am Fahrzeug montiert ist. Komplex Chalon mit. Ja, das ist immer dabei. Sehr wichtig, dass das auch der Hund abgesegnet hat. Weiter halt so flexibel bist von der Einstellung her, hast du hier auch die Möglichkeit, wenn du jetzt im Winter du sagst, du möchtest das Dach zu unten haben, kannst halt hier die Skibox oder was auch immer dann draufpacken, dann diese stufenlos anpassen können. Also ziemlich modular in der Verwendung dann genau. Praktisch. Ja, der Fahrradträger oder was auch immer. Es muss nicht. Nicht unbedingt ein Dachzelt sein, sondern es geht hier darum, dass wir Gewicht einsparen und die sagen, die Plattform ist nichts für mich, da haben wir hier eine alternative Lösung, ohne dass wir auf die vielfach bewährten Airline-Schienen verzichten müssen. Ja, so schaut's aus.